mir setzt Frank Buschmann. Die Bayern mit dem Anstoß. Los geht's. Los geht's. Hier haben wir die Einblendung. Okay, so das läuft aber die nicht. Heimmannschaft heute auf. Offensiv ausgerichtet sind sie heute mit dem 4-5-1. Robben zieht ab! Oh nein! Bitte was? Ich will auch gedacht, ey. Wie lag denn der Typ rum, Alter? Knapp unter die Latte. Hat aber auch alles gepasst, Wolf. Die Ball ist da super. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Du musst passen. Ja. Jetzt Fabregas am Ball. Diego Costa. Iniesta. Und den Ball hat er sich geholt. Rafinha. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Iniesta. Boah, der Wichser. So, natürlich. Hey, ich stehe immer davor, hä? Casillas. Diego Costa jetzt. Mann. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Das war zu weit weg, der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Ich dachte, vielleicht gibt es einen Eckschuss, oder? Guter Körpereinsatz hier. Lahm. Der Schuss oh, das war gefährlich. Eine wirkliche Herausforderung. Das war gefährlich. Das auch. Robert Lewandowski! Ach, Torwart, bitte! Beweg dich noch! Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf, sie machen hier einiges richtig. Scheiße, und versuchen ey. Es immer wieder. Das stimmt, Alter. Mit Erfolg. Das war ein super Abschluss. Zu, das richtige Timing und die Sprungkraft und nimmt den Ball ganz stark per Kopf. Ein tolles Tor. Und nun ein Schuss. Und nun ein Schuss. Und David Silva. Boah. Und Lucas Costa. Wir stehen immer dazwischen, ne? Jetzt Vidal. Gutes Zuspiel. Nun Diego Costa. Nun David Silva. Ganz einfach an den Ball gekommen. Na. Und jetzt Vidal. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Als ob. Jetzt das Zuspiel für Lewandowski. Thomas Müller! Ja, einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Souverän, er hat den Ball. Guter Ball auf Müller. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Jetzt Douglas Costa. Und jetzt Müller. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt schießt er. Das ist ein Eckball für die Bayern. Gefährliches Ding, Alter. Kurze Unterbrechung. Freistoß gegen den FC Bayern. Das ist die Verwarnung für den Torjäger.
Und jetzt muss er aufpassen, das wäre extrem bitter, wenn er runter müsste. Schönes Tackling und den Ball erobert. Weiter Pass auf Lewandowski. Lewandowski! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Cesc Fabregas. Nun Douglas Costa. Jetzt Fabregas am Ball. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Wie böse er guckt. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. No. Thomas Müller. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Hier, was da denn? Neuer. War der so oben, klares Abseits. Ganz klare Abseitsposition. Na klar, wäre das eine gute Chance gewesen, aber diskutieren müssen wir hier nicht. Alter! Hast du gesehen, wie er mich zweimal gerammelt hat? Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Der Verteidiger stört ihn. Fabregas jetzt. Da kommt der Schuss. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Wurde gerade angezeigt. Kommt jetzt die Flanke? Super Flanke. Da ist er da und hat die Flanke. Gutes Zuspiel auf Lewandowski. Mensch. Und er schießt. Mann, oh Mann! Scheinbar beruhigende Führung, es steht 2 zu 0. Jetzt klatschen wir die. Sie müssen weiter. Meinst du ja? Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Boateng jetzt. Lewandowski. Douglas Costa am Ball. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Rafinha. Gemacht. Den Ball holt er sich. Nun Douglas Costa. Den Zweikampf verliert er. Abseits. Fahne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Aber oh, wir schauen nochmal genau hin. Hey, der rollt überall durch, ne? Ja, ja, richtig. Der Treffer war irregulär. Ach, du meinst diese rot-gelben Linie, ne? Genau. Per Kopf zum Mitspieler. Jetzt Fabregas am Ball. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen.
Iniesta. Super Aktion, gut geklärt. Er schießt einfach weg oder was? Das gibt Einwurf. Und nun Busquets. Piqué. Die kommen immer ran, ne? Robin. Mann. Jetzt das Zuspiel für Lewandowski. Und jetzt ist der Ball geklärt. Lahm. Philipp Lahm ist schon ein Phänomen. Seit Jahren spielt der ehemalige Captain der DFB-Elf auf allerhöchstem Niveau. Ja, und auch egal, wo er spielt, ob rechts hinten oder auf der Sechserposition, immer klasse. Ich weiß nicht. Der Schuss hier wohl eher die falsche Entscheidung, Buschi. Ja, zumindest völlig überhastet. Ich denke, das Zuspiel wäre besser gewesen und der Ball geht ja meilenweit vorbei. Der FC Bayern wieder am Ball. Und den Ball hat er sich geholt. Eckball. Und Ecke. Jo. Tor! Natürlich! Yeah! Ah! Fans, ey! Jetzt hauen wir noch zwei rein, Bruder! Nochmal ja. In der Wiederholung! Gute Ecke, sehr guter Kopfball und der Ball ist drin! Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Er steht gut und hat den Ball. Und Diego Costa. Was versuchst du immer gegen drei? Das Costa. Nee, ich meine, ich habe mich nur gewundert, warum der so langsam ist, der Bastard. Ich stand da, ich hatte vorhin den Vorsprung. Ich dachte, er könnte rennen, aber... Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Spiel. Lahm. Alaba. Nun Benatia. Nun David Alaba. Und nun Fabregas. Viel zu weit. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Boah! Jetzt ist die Kugel weg. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Da geht er Risiko, versucht den Steilpass, aber er kommt nicht ganz an. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Ja. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Wir sind zurückgerannt, ne? Ja. 9 Minuten. Übler Scheiß, ne? Er geht runter, gute Leistung und eine seiner besten Szenen sehen wir jetzt noch mal in der Wiederholung. Ribéry. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. 8 Minuten jetzt noch. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang. Ganz wichtig jetzt, kann er den Ball bekommen? Das könnte die Gelegenheit geben. Nein! Was? Nein! War wunderschön, Mann! Ja. Der war wimmeln! Ich
Schießt direkt auf den Torwart, Alter. Über viele Jahre war Philipp Lahm der wohl beste Rechtsverteidiger der Welt. Ja, auch wenn es ihn zuletzt ja eher ins defensive Mittelfeld gezogen hat. Wenn er hinten rechts gebraucht wird, zeigt er nach wie vor Weltklasseleistung. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Boah, die Wichser, ja, mit dem Tauzeug raus. Und Isco. Das war einfach für den Torwart. Pimmel. Zeitspiel. Ja. Nein! Hey. Ich weiß, wer nach dem Angriff. Es bleibt beim denkbar knappen 2:1. Ah, Mist. Schade. Ja, wieso schießt jetzt der direkt auf den Torwart, Alter? Direkt bombenscharf auf den Torwart. Ah, das war fies.